Willkommen zu Tag 2, dem zweiten Gesetz oder Ratschlag. Und es geht darum, klare Ziele definieren. Klare Ziele definieren. Weil nur an klaren Zielen kannst du dich messen. Ein Beispiel dafür, wenn du zum Beispiel jetzt abnehmen möchtest, aber du sagst dir, okay, ich würde gerne abnehmen. Du hast keinen Zeitraum, du hast nicht die Kilogramm, die du abnehmen möchtest, du hast einfach nur abnehmen als Ziel. Das ist, wow, da kannst du sehr schnell in so ein Tief kommen, so eine Spirale nach unten und das war's. Da kommst du nicht wirklich so leicht wieder raus. Deswegen mein Tipp an dich, setze klare Ziele. Und damit meine ich, wenn du jetzt abnehmen möchtest, dann setze dir einen Zeitraum von 10 Wochen und du sagst, okay, in diesen 10 Wochen würde ich gerne 10 Kilogramm abnehmen. Und daran kannst du auch deinen Erfolg dann messen. Und den wirst du eher erreichen, als wenn du einfach nur sagst, abnehmen. Ich meine, das ist wie wenn jemand sagt, ich würde gerne reich werden, aber das ist kein klares Ziel, da wird der meiste gar nicht reich davon. Du solltest, wenn du jetzt an diesem Beispiel reich werden wollen würdest, dann solltest du dir sagen, okay, in den nächsten 5 Jahren tue ich genau dies und jenes, um 10.000 Euro im Monat zu verdienen, nur als Beispiel. Und mach das, setz dir klare Ziele, dann wird es auch was mit deinem Erfolg 2017. Und bis zum dritten Video, morgen, bis dann.